Hallöchen und grüß euch. Ich bin's wieder, Digga, nochmal heute mit einem neuen Video für euch hier. Mann, da muss ich lange, habt mir drauf gewartet. Das Import-Export-Update, es ist endlich da. Ich voller Freude, erstmal meine Playstation angemacht. Nur 1,6 GB ist das Update groß. Bei der Janemenschen Internetverbindung ging das ziemlich schnell. Allerdings, der Ladescreen kam mir dieses Mal deutlich länger vor. Das kann doch gar nicht sein. 15-fach vorgespult hier für euch einmal für nur 10%. Wow, das war echt lange. So, im Story-Modus angekommen, denke ich mir nichts Böses, bin mit Franklin mitten in der City gespawnt, geh auf GTA spielen, GTA Online, Sitzung nur für Spieler mit Einladung, damit ihr kleinen Stalker mir nicht nachschauen könnt. Ganz richtig, ich habe nämlich einige belästigende Menschen von euch angenommen. Und was sehe ich dann? Oh, Schreck! Der Rockstar-Spiele-Service ist gegenwärtig nicht verfügbar. Bitte kehre zu Grand Theft Auto V zurück. Sitzung wird beendet. Was für eine Sitzung wird beendet, habe ich mich an dieser Stelle gefragt, aber das ist ja auch egal. Paar Sekunden später stehen wir schon mitten auf dem Strand beim ordentlichen Workout. Dachte ich mir, na gut, wir sind starke Männer, versuchen wir es einfach nochmal. Also wieder einmal ich auf GTA Online. Sitzung nur für Spieler mit Einladung. GTA Online wirklich betreten? Ja. In der Tat. Für das Spiel von GTA Online benötigte Dateien konnten nicht vom Rockstar-Spieleservice heruntergeladen werden. Bitte kehre zu Grand Theft Auto V zurück und versuche es später nochmal. Einige Sekunden später, wir also wieder mitten in der Stadt, mitten im Großstadtgetümmel gelandet. Dachte ich mir nichts Böses. Versuche es einfach nochmal. GTA Online, Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Achtung! Der Rockstar-Spiele-Service ist gegenwärtig nicht verfügbar. Bitte kehre zu Grand Theft Auto V zurück. Interesse an GTA? Interesse an GTA? Zu verschenken. Daraufhin einige Sekunden später in der Nähe des Venice Beach wieder einmal. Franklin, diesmal grün angeschoben, hat er sich schnell umgezogen, der Schlawiner. Ich versuch nochmal, Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Der Rostspieler ist gegenwärtig nicht verfügbar. Okay, das reicht. Das ist doch nicht mehr so krass. Ich hab dagegen, sie macht mich krass. Jetzt fühle ich mich besser. Wenn du mich fragst, ich bin Professor Doktor von Unschu Janemann. Sieht eindeutig nach einem Hack aus. Vielleicht ein DDoS, vielleicht Lizard Squad wieder die Rockstar Games attackieren, weil die Updates denen nicht mehr schmecken. Finde ich doch äußerst realistisch. Ich persönlich muss ich sagen, Kinder, es stellt mir auch noch eine Frage. Der Rockstar Games Newsfire scheint überhaupt nichts zu wissen vom Update. Rockstar Games Support, was ist denn los? Habt ihr verschlafen? Es ist ein Update draußen, aber im Newsfire. Keine Spur, keine Patch-Notes. Rockstar Games, braucht ihr Hilfe? Ihr könnt euch jeden Moment bei mir melden. Ihr habt ja meine Handynummer noch, der Janne Junge, der ruft mir immer im Support an. Ich daraufhin ehrlich gesagt, hab's wirklich aufgegeben. Ich dachte, heute gibt's kein Update für mich. Ist wahrscheinlich eh viel zu teuer, also ein Glück muss ich mich hier nicht rumärgern. Aber da hab ich mich weit gefehlt. Schöne Grüße gehen nicht an die geile Gruppe hinaus. 9 Mitglieder sind dort, also 8 Leute, die mich frecherweise einfach dort rein eingeladen haben. Sowas begrüße ich normalerweise überhaupt nicht, aber ihr habt mir neuen Mut geschenkt. Schöne Bilder habt ihr mir vom Update zugeschickt. Ich hab mich gefragt, wieso könnt ihr denn da reingehen und nicht ich? Also hab ich's nochmal versucht mit Durchhaltevermögen. Und das wurde belohnt. Ich war einfach nur völlig glücklich, als ich gesehen habe, dass es Autos gibt. 2 neue bei Legendary Motorsports für jeweils 1,3 Millionen und 880.000. Überhaupt nicht eingeschüchtert von diesen teuren Kfz, bin ich weitergegangen. Exklusive Ware erwartet mich hier. Der Ram Buggy für bis zu 3,2 Millionen. Phantom für 2,5 Millionen. Technical noch was für 1,5 Millionen. Blazer Aqua für 1,75 Millionen. Gepanzerter Hotdogwagen, keine Ahnung, für 2,9 Millionen. Ah, Wastelander für 650.000, das ist doch gut. Ah, vielleicht wird's jetzt besser. Ruina 2004 für... No 5,75 Millionen? Huh? Rocket Voltic für 3,8... Benny, ein Motorrad für 189.000 und dann der LG gratis. Warum ist der gratis? Ist das ein Hackenglitch? Gratis? Oh mein Gott, ich kann ihn gratis kaufen. Nein, natürlich ist das gar kein Hack oder Glitch. Es ist gewollt, weil ihr vielleicht Rockstar Games Social Club Mitglieder seid, liebe Kinder. Aber trotzdem, das Tuning für dieses Auto, so kann es nämlich aussehen, kostet 900.000. Das Update ist sehr teuer, merkt ihr. Also, jetzt sind wir schon bei weit über 30 Millionen Euro angekommen.
Ich meine natürlich 30 Millionen GTA-Dollar. Das entspricht einem Echtgeldwert von 300 Euro. Mehr als 300 Euro sogar, wenn ihr Sharkards kaufen würdet. Also, ich rate euch ganz dringend davon ab, diese zu kaufen. Kauft euch lieber ein Unlock All. Ja, ne Mensch, Unlock All. Aber das Update hat noch einen viel größeren Haken, liebe Leute. Und zwar, falls ihr jetzt die Autos von Warstock kaufen möchtet, dann wird euch diese freundlich, liebherzig gemeinte Meldung vom Rockstar Game Support erwarten. Du musst folgende Voraussetzungen erfüllen, um dieses Fahrzeug kaufen zu können. Erstens, besitze ein Büro. Zweitens, besitze ein Fahrzeuglagerhaus. Hier für dich, Rockstar. Also das bedeutet, dass ihr erstmal ein Bürogebäude kaufen müsst. Das billigste kostet 1 Million, das teuerste 4 Millionen. Dazu müsst ihr euch dann ein Lagerhaus kaufen, um diese Autos handeln zu können. Das billigste Lagerhaus kostet nochmal zusätzlich 1,5 Millionen und weitere kosten weit über 2 Millionen. Und das sind noch nicht einmal die neuen Garagen, die man sich kaufen kann fürs Büro. Man kann sich nämlich noch 60 weitere Stellplätze kaufen, die man nur dem Büro hinzufügen kann. Und dort kostet eine Garage über 2 Millionen und wenn ihr alle 60 Stellplätze haben wollt, einer hat 20 Stellplätze, müsst ihr 3 kaufen. Somit kostet es 6,6 Millionen, wenn man alle Garagenstellplätze für sich haben möchte, die 60 neuen und nochmal 1,5 Millionen mindestens, um die Lagerhäuser zu haben, um überhaupt Autos verkaufen zu können. Und Grundvoraussetzung ist noch ein Büro, falls ihr das nicht habt, was nochmal bis zu 4 Millionen kosten kann. So könnt ihr euch jetzt mal ungefähr ausrechnen, wie teuer es ist, wenn ihr allein die neuen Missionen spielen wollt, in der ihr Autos kaufen und verkaufen könnt. Ach ja, da sind wir noch beim Punkt mit den Servern angekommen, dass ihr ein bisschen rumspinnen oder vielleicht gehackt wurden. Die ganze Zeit, als ich dann jedenfalls online war, kam diese Meldung. Speichern fehlgeschlagen. Verbindung zum Rockstar Spielservice. Nicht möglich. Okay, liebe Leute, das war's mit dem Video. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, ne? Gerade an dem Account, an dem mir alles weggenommen wurde, ne? Ich kann mir einfach überhaupt nichts kaufen. Bin so weit weg vom schönen Reichtum und von dem Spaß in GTA. Aber ich denke mal wirklich, ich will hier gar nicht sagen, dass das Update scheiße ist, ne? Die Autos, wenn du die hast, die müssen einfach unnormal Bock im freien Modus machen. Und ich finde diese Idee mit dem Lagerhaus einfach auch genial. Ich habe immer gesagt, dass man mehr Stellplätze haben möchte, aber es wird einfach alles immer teurer und irgendwie dem entgegengesetzt werden die Jobauszahlungen immer weniger. Also finde ich wirklich ein bisschen Muchte. Ich weiß nicht, ob die wirklich jetzt es nötig haben, ihre Sharkards zu verkaufen. Vielleicht sind deshalb die Updates auch immer kostenlos, weil die Dinge im Update so teuer sind, dass man sich im besten Fall für Rockstar Games dann Sharkards holen soll. Ich weiß es wirklich nicht, liebe Leute. Ihr könnt ja unbedingt mal ein Like dalassen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr findet, dass Rockstar Games wieder mal, also jetzt reicht, wirklich übertrieben hat, ne? Und ansonsten abonniert einfach. Einfach, falls ihr es noch nicht getan habt, denn dann bist du, ja, du da draußen. Du bist doch auch in der Janne-Familie. Ich bin dann dein Janne-Daddy. Jawohl, wer will das nicht? In diesem Sinne, liebe Leute, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Janne-Mann.